Guten Tag. Ich habe mal Bock auf Roos. Deswegen kommt jetzt auch das nächste Roos Replay. Herzlich willkommen dazu. Ja, wir sind mal wieder auf der Karte Strategen. Es ist ein 4 gegen 4 Spiel. Ja, das ist die nächste Runde vom Minion Roos Clan. Destroyer hat mir das geschickt. Genau. Ich glaube, dieser Herr hier drüben, Tomik, ist glaube ich auch in Minion Roos Clan mittlerweile. Aber da hieß ja noch anders, glaube ich. Damals ist eine ältere Runde. Ja, ich würde sagen, gucken wir uns gleich die Teams an und starten auch sofort. Linke Seite, Destroyer als ein Russe. In der Mitte ein Japaner. In der Mitte ein Ami. Rechte Seite ein Deutscher. Team Rot, linke Seite ein Deutscher. Okay, Deutsch gegen Deutsch. In der Mitte, okay. Und der Rest sind alles Amis, alles klar. Ja, ich würde sagen, starten mal gleich mal los. Und gucken mal, was die so ganzen, was die Deutsche hier so treiben. Ja klar, erstmal sieht man Blitz an vielen Orten, alles klar. Bei Team Rot. Ja, ziemlich ähnlich. So, dann schauen wir nochmal drauf, was hier zuerst mal die linke Seite von Team Blau macht. Also linke Seite holt sich 1, 2 Nachschubdepots, denke ich mal. Ne, ich denke mal ein Nachschubdepot. 1, 2, 3. 4 Kasernen. Okay, also Destroyer will ganz, 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 ganz schnell forschen, um dann hier vorne ganz, 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 ganz schnell zu produzieren. Alles klar. So in der Mitte. Ich denke mal, das ist jawohl. Japaner holt sich 1, 2 Nachschubdepots und 2 Flugfelder. Alles klar. Er wird der Luftmann sein, definitiv. Okay, wen haben wir hier? Ansonsten haben wir hier den Ami. Der Ami holt sich 3 Nachschubdepots und geht direkt mit dem Urkund nach vorne. Ich vermute sogar, dass er vielleicht der Banker sein wird. Er wird das Cash verdienen. Ja, rechte Seite. Das macht der Deutsche. Ich glaube, er holt sich auch nur. Ne, er holt sich 2 Nachschubdepots. Kaserne, Panzerbasis. Alles klar. Was machen denn die Roten? So, dann fangen wir mal auf der rechten Seite an. Rechte Seite ist ein Ami. Genau wie die nächsten beiden auch. Er holt sich. Echt? Okay, er holt sich gar kein Nachschubdepot. Er holt sich aber auch gleich ein Flugfeld und eine Kaserne wegen Aufklärung, alles klar. Hier in der Mitte ein Ami. Okay. Er holt 2 Nachschubdepots, ein UHAKU nach vorne, dahin. Und er holt sich auch noch ein Flugfeld aus. Alles klar. Gut. So, hier haben wir den nächsten Ami. Er holt sich auch ein Flugfeld und nur ein Nachschubdepot. Okay. So, der linke Deutsche hier. Was haben wir denn da alles? Alles klar. So, also er holt sich hier ein Nachschubdepot. Hier hat er sich eins geholt. Er tut eine Kaserne hier hin und will ganz nach vorne eine Artillerie-Luftabwehrbasis bauen. Alles klar. Gut. Dann schauen wir doch mal weiter, was passiert. So, hier hinten sehe ich die ersten Willys rauskommen. Was kommt sonst noch? Leichte Infanterie, alles klar. Richtig, der Japaner hat ganz, ganz schnell Zeros auf dem Feld. Ja, hier pumpt jetzt natürlich ordentlich schnell die Infanterie raus, alles Guardia und ein bisschen Aufklärung, alles klar. Hier hinten kommt von einem Ami, ja, ein bisschen Scheinflieger und ein echter Flieger. So. Schauen wir uns doch gerade mal hier an, was passiert. Alles klar. Einer der Amis hat auf jeden Fall schon leichte Bomber. Und zwar, ach so, genau. Er hier, die Inge, hat leichte Bomber schon geforscht und hat auch eben schon schön ein bisschen was hier abgeschossen von der Infanterie. Richtig so. Ansonsten arbeitet er halt leider gerade mit Bunkern, wobei er die halt echt bauen muss, weil Guardia ist sehr, sehr gefährlich, wenn sie zu nah kommt. Aber ansonsten tut er jetzt schön mit seinen leichten Bombern die Infanterie ausschalten. Hat ein bisschen, ja genau, Air Support von ein paar, von Atom. Er schickt ein paar Warhawks rüber. Atom ist er hier hinten, alles klar. So, ansonsten, klar, Aufklärung wird auf dem Feld verteilt. Hier hinten schweben die Zeros rum. Hier ist bisschen, hier sind ein paar Scheinflieger. UHAKU ist nach vorne gegangen von Atom. Ja, ich denke, jetzt gucken wir uns mal gerade die rechte Seite an, was da so kommt. Also, alles klar. Hier drüben, Tomik hat sofort schwere Infanterie geforscht, richtig so. Schickt ein bisschen Aufklärung voraus. Hier kommt ein Aufklärer. Ein gehörter Flieger. Alles klar. Das heißt, der Ami hier hinten, Sabanox, unterstützt seinen Teampartner. Ein bisschen mit der Luft, hat einen Grasshopper fliegen, Aufklärer. Hat auch schon Thunderbolt. Ach so, er ist sofort auf Thunderbolt gegangen. Alles klar. Krasse Kombi.
Ja, Aufklärung kommt da auch ein bisschen was. Ja, und Vitamin Cup hat auch die Artilleriebasis nach hinten gezogen. Ja. So. Klar, Bomber sind hier am Arbeiten, Infanterie weg. So, ja, der Japaner hier schaltet halt Scheinflieger aus, okay. So. Ja, die Gefahr ist ja erstmal gebannt hier. Jetzt tut der Japaner ein bisschen die Flieger abgrasen. Wunderbar. So, hier rechts sehe ich schon einen Tiger, der auch schon von einem Thunderbolt attackiert wurde. Ui, alles klar. Immer Aufklärung dabei haben, sonst wird es gefährlich. So, der Japaner geht jetzt auch mit einigen Fliegern rüber nach rechts, um hier drüben zu supporten. Alles klar. Gleichzeitig kommt hier wieder ein riesen Stapel Infanterie raus, aber die werden auch schon von Bombern attackiert. Ui. Okay. Üble Sache. Das heißt, Team Rot hat es eben kurz geschafft, die Kaserne zu übernehmen. Hat auch gleich einen neuen Infanteristen rausgepumpt, der auch einen Tiger eben zerschossen hat. Ja, hier hinten fängt natürlich der Japaner einige Thunderbolts ab. Hat auch schon eins, zwei getötet oder so. Uiuiui. Alles klar. Was geht denn hier ab? So, also Team Rot hat auf jeden Fall mal ein paar Gebäude hier drüben geschnappt. Hier auf der linken Seite geht das gleiche Spiel mal weiter. Infanterie kommt. Infanterie wird gebombt. Alles klar. Ja, gut, was sehe ich hier? Der Banker hier, Joker, ist ja nach vorne gegangen, baut jetzt die ersten wichtigen Gebäude und schnappt sich auch schon vorne Nachschub fürs Team. Genau, Japaner hat definitiv was zu tun mit der Luft, weil er hat einige Flugfelder gegen sich. Aber er supportet, wo er kann, das passt schon. Okay, im Blockhaus, ja, vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Kaserne wäre auch ganz gut gewesen. Aha, schafft das vielleicht hier hinten gerade noch seine Kaserne zurückzunehmen? Sehr schön gemacht. Nichtsdestotrotz hat der rote Deutsche mit dem Minkab hat ordentlich hier drüben Schaden ausgerichtet. So, hier drüben, klar. Das geht immer weiter. Bombardierung auf die Infanterie. Der Mann, der hier nach vorne gegangen ist, nimmt jetzt, glaube ich, auch schon die ersten Nachschubdepots ein. Kann das sein? Ja, macht er. Alles klar. Das heißt, Team Rot nimmt jetzt auch vorne Geld. Ja, der mittlere hier, Joker, macht es ganz gut. Expandiert erst mit Aufklärern, um zu gucken, was ist schon da. Und dann wird er erst nach vorne mit Gebäuden gehen, denke ich mal. Ja, hier drüben ist vollkommen okay so. Infanterie kostet nur 5 Dollar. Das ist die Stärke der Russen. Ich finde die Russen an den Flanken generell sehr stark. Wobei, klar, wenn man es weiß und zum Beispiel Italiener ist, kann man halt auch nur Panzer produzieren. Die fangen dann schon alles ab, was hier durchkommt, aber trotzdem, Russen an den Flanken finde ich sehr stark. Und man kann schon ordentlich nerven. Er hat die ganze Zeit die Bunker gebaut und so, hat gar kein Nachschubdepot eingenommen. Und nur dadurch, dass Infanterie die ganze Zeit kommt, gleichzeitig. Genau, okay, alles klar. Gut. So, weiter geht's. Hier kommt jetzt erstmal Luftabwehr nach vorne, damit nicht gleich irgendwas gebombt werden kann oder so. Ich denke mal, hier ist jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt. Klar, er hat sich eben sein eigenes Nachschubdepot weggeschossen mit Flammenwerfern, aber ist nicht so schlimm. Er hat wieder alles unter Kontrolle. Ja, so gefährlich sind die jetzt auch nicht hier. Kann er gleich was gegen produzieren. So, geht noch irgendjemand nach vorne? Nee. So, hier hinten, ja, die Infanterie nervt weiterhin. Ja, einen Flieger mitgenommen. Da hat dafür gesorgt, dass er sein eigenes Flugfeld zerstört. Jetzt kommt der Japaner rein und nascht ein paar Flieger ab. So, hier hinten sammelt sich der komplette Thunderbolt-Haufen. Eigentlich gar nicht so schlecht, die Idee, was die hier gemacht haben. Also vor allem, dass die, wenn man zwei in der Mitte ein bisschen auf Luft gehen, hat man halt irgendwann richtig gute Jagdflieger. Okay, das sind nicht die geforschten, aber wenn man irgendwann dann Mustangs hat, plus Thunderbolts, so kann halt eher Thunderbolts forschen, eher Jagdflieger. Ist eine gute Mischung dann, auf jeden Fall. Das passt schon. So, genau. Der mittlere Mann wagt sich immer weiter vor in die Mitte. Vollkommen okay. Ah, sehr cool. Er hat seinen UHQ zusammen mit Luftabwehr nach vorne eskortiert. Schöne Sache, gefällt mir gut. Klar, Japaner unterstützt natürlich auch rechts mit seinen Fliegern. Also schönes Teamplay. Ich glaube, die kennen sich gar nicht alle so.
Deswegen denke ich eher, dass das so im Spiel entstanden ist, die ganze Geschichte. Ja, Japaner fängt ab, was geht. Wunderbar. So, was haben wir denn hier? Ah, hat Intel kurz eine Panzerabwehrbasis übernommen? Ja, okay. Aber das Thema ist sofort erledigt. So, Thunderbolts haben auf jeden Fall irgendwas angegriffen eben. Sorry, ich weiß gar nicht was. Gut. Okay, er hat auch schwere Infanterie, alles klar. Ui. Ein Truck gesniped und der zweite Truck gesniped. Wunderschön. Da wollte wohl jemand nach vorne expandieren. Miese Nummer. So, schauen wir mal hier. Wunderschön. Der Ami, der jetzt in die Mitte gegangen ist, hat auch schon, ja, eine Luftabwehrbasis, alles klar. Nimmt auch schon sofort vordere Nachschubdepots ein. Also, das passt schon. Deswegen, die Aufteilung ist ganz gut so. So, hier hinten kommt der nächste Tiger. Hier ist jetzt, sammelt sich ein bisschen Infanterie in der Stadt. So, hier sind jetzt zwei Leute nach vorne expandiert. Einmal hier Atom, er. Und ich denke auch, genau, Savano ist auch nach vorne expandiert. Alles klar, warum nicht? Nur das Ding ist halt, dass der Ami schon ziemlich weit vorne ist und auch schon in der Mitte Nachschubdepots abgrast. Das ist auch vollkommen okay so. Und da halt die Luft. Ja, seht ihr, Japaner geht hier rechts mit seinen Fliegern hin. Geht auch links mit seinen Fliegern hin. Also, das passt schon, das Teamplay. So. Kommt hier ein bisschen Artillerie raus, bisschen Luftabwehr. Klar, Japaner sniped überall ein bisschen was weg, was gerade so gefährlich ist. Okay, Japaner greift an. Was greift er an? Wow, er wollte den Truck wahrscheinlich snipen, oder? Okay. Keine Ahnung. Ah, was sehe ich hier? Okay, also das heißt, Destroyer hat nebenbei mal ein Flugfeld gebaut, ja genau. Und die Bomber der Russen, die sind sehr langsam, aber ziemlich stark. Das heißt, die machen ordentlich Schaden. Schauen wir mal, ob er irgendwas Gutes erwischen kann. Ja, tut der Ami hier ein bisschen Luftabwehrbunker bauen. Die sind gar nicht so schlecht von den Amis. Ja, den wollte er auch erstmal entfernen, aber gut, Bomber steht, aber da er so schwer ist, kann er auch ein Gebäude mitnehmen beim Abstürzen. Nächster Bomber kommt. Ob der was kriegen kann. Nee, rechtzeitig abgeschossen. Aber das stürzende Flugzeug auch nicht. Alles klar. Gut, Versuch war es aber wert gewesen. So, hier hinten, klar. Japaner hilft dem Deutschen. Ah, okay, sehr schön. Der Deutsche hat jetzt auch ein UHQ hier hingebaut, um wahrscheinlich auch bald hier die Nachschubdepots anzuzapfen. Der Ami hier in der Mitte hat jetzt Pershings. Richtig so. Was kommt hier hinten alles raus? Einige M16. Bisschen optimierte Panzerabwehrgeschütze, alles klar. Gut. Ja, der Japaner, klar, fängt Flieger ab, so oft, so viel es geht. Na, jetzt kommen hier aber auch einige M16 hin. Mit Luftschutzbunker in Kombination ist es schon ziemlich stark. So, hier. Rücken jetzt ein paar optimierte Panzerabwehrgeschütze vor gegen einen Pershing. Ja, jetzt kommt aber, glaube ich, der Japaner rein und will da ein bisschen helfen gegen die leichten Einheiten. Sehr schön, er tut vorrangig M16 snipen, richtig so. Das heißt, beim nächsten Angriff hat er dann nicht so eine. Ah, da kommen schon die nächsten Flieger an. Schön, er sammelt sie erstmal. Ja, und dann werden sie wohl als Truppe reingehen. Schön, dass du da erstmal immer zwei auf einen snipen. Jetzt gehen die M16 wieder dran. Wunderschön. Schönes Luftplay. So. Was passiert denn jetzt hier? Okay. Da die ersten Admins sind da.
Lust, jetzt hat sich Inter Destroyer eine Panzerabwehrbasis geholt. Das ist richtig so, weil hier sind halt auch ein paar Panzer. Was halt noch schön wäre auf Dauer, wäre vielleicht Artilleriebasis gegen die ganzen Bunker und so, aber das passt schon jetzt erstmal. So. Ja, der Ami hat jetzt schön M19 geholt. Das ist ziemlich stark. Da werden auch bald mal irgendwann ein paar Flieger sterben, wenn die mehr werden. Plus Japaner kommt drüber. Sehr schön. Er hat wieder ein bisschen M16 gesniped. Das macht er richtig. Immer minimieren, immer klein halten. So, jetzt geht hier mal ein deutscher. Ah, okay. Kaserne dazu gebaut. Jetzt greift er mal mit ein bisschen Sturmgrenadieren an. Das kann immer möglich, kann immer klappen. Ah, selbst hat er jetzt auch ein bisschen Haubitzen drauf, und zwar die fetten. So. Bomberangriff. Zack. Zack, ja. Inter Destroyer hat, ich meine, Destroyer hat jetzt auch mittlerweile ZSU 37 Luftabwehrpanzer. Die kann man auch gebrauchen. Und gar nicht so schlecht, die Dinger. Da sie halt eine Panzerung haben, sind sie nicht anfällig gegen Jagdflieger oder Bomber. Deswegen passt es schon. So, hier kommen ein paar optimierte Panzerabwehrgeschütze. Rangers stehen rum. Panzer. Uiuiui. Bald tot wahrscheinlich, oder? So, was gibt's für das Snipenszeit? Okay, schön gesniped, wunderbar. Ui, jetzt hat der rote Deutsche auf jeden Fall auch leichte Bomber. Das ist sehr hilfreich. Kann man auf jeden Fall leichte Einheiten schön bezwingen. So, hier drüben. Destroyer hat jetzt eine Mischung aus Infanterie und hinten Panzerzerstörer. Ja, und von hier aus schießen die Pushkas in die Basis rein. Das ist ein guter Angriff gerade, gefällt mir. Weil die Infanterie wird auf jeden Fall auch als Aufklärer agieren. Dadurch kann sowieso die ganze Zeit die Pushka schießen. Und von hinten snipen sie so schön die Panzer weg. Okay, jetzt fehlt gerade ein bisschen Infanterie, um sich gegen Infanterie zu schützen und gegen Panzerabwehrgeschütze. Aber grundsätzlich guter Angriff, da kommt die Infanterie schon. Aha, Japaner hat schon Shinden. Das ist auch gut so. Shinden tut ja mit einem Schuss eine leichte Einheit snipen, wenn sie nicht im Wald ist oder Fanatismus hat. Das ist auch wichtig zu wissen. So, hier. Ja, Blockhaus ist da. Infanterie. Das müsste halten. Alles klar, Fanatismus haben sie sogar drauf. Jetzt kommen aber ein paar leichte Bomber. Ui, 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 ui. Alles ist klar, schön gemacht. So, hier geht's mit dem ja, Brecheisen durch, egal was passiert. Ja, zum Glück sind die Luftabwehrgeschütze jetzt da aus Sicht von Destroyer, weil es nimmt da auf jeden Fall auch ein paar Flieger mit die ganze Zeit. So, was ist das für ein Uraku? Von wem ist das? Auch von Joker, alles klar. Er macht hier drüben weiter mit Cash. Und tut natürlich hier vorne eine Verteidigung aufbauen, dass Rot nicht zu sehr ihn überraschen kann oder sowas in der Art. Ja, hier drüben gleich hier ist jetzt eine Truppe zum Verteidigen. So, Japaner kommt mit zur Unterstützung. Jawohl, schön gemacht. Pushka, was haben wir jetzt? 5 Pushka, okay, die machen jetzt dann etwas schneller Schaden. Ja, sehr gut. So ein Haufen Infanterie kann schon ziemlich gefährlich sein. Vor allem, okay, die Paxi hier machen überhaupt gar nichts dagegen. Wollen wir mal was gucken gerade. Müssen wir wissen, und zwar M16 sind 31 km/h schnell. Infanterie ist 28, alles klar. Uiuiui, das wird jetzt ziemlich schnell ganz viele Punkte geben. Schön gemacht. Fanatismus ist auch ziemlich stark gerade, das passt. So, hier drüben. Ja, immer weniger von Team Rot übrig hier drüben. Sehr schön, jetzt kommt der andere Armee mit Thunderbolt dazu. Richtig so. Aber der Schaden. Oh, jetzt kommen hier Jacksons. Schon mal was gucken. Jacksons machen Schaden. 24 gegen. Ne, sagen wir mal 15 gegen 5er. Und die hier, die 85er, 8 gegen 5er, alles klar. Dreier Rüstung. Zweier Rüstung. Ja,
Gut. Ja, das ist halt auch eine Stärke der Russen. Die Panzerabwehrgeschütze, die ungefährdeten, sind auch schon gar nicht so schlecht. So, hier hinten. Leichte Bomberunterstützung vom Deutschen. Schön. Alles leer. Wunderbar. Ja, der Jackson macht gar nichts gegen den Infanteristen. Schade. Hast du eingenommen? Ja, Thunderbolt snipen ein bisschen was weg. Sehr schön. Klar, Pushkas hören nicht auf zu schießen. Immer weiter, immer weiter. Oh oh. Ja, Infanterie müsste noch eintreffen rechtzeitig. So, jetzt hat der Japaner seine Luftflotte hier in der Mitte schweben, damit er in alle Richtungen schnell agieren kann. Oh, jetzt schleicht sich hier hinten rum ein bisschen was an leichten Bombern. Ah, okay. Hier drüben der Deutsche hat jetzt auch ein Flugfeld, hat auch mittlerweile Blitzbomber, sofort. Da will er jetzt wohl was mit der Artillerie anstellen. Sehr schön. Hier will auch jemand mit der Brechstange durch, und zwar der Rote. Oh, sehr gut. Schön gesniped. Und schon ist nicht mehr viel übrig. So, hier hinten wurde auch einiges angegriffen mit Thunderbolts. Wow, krass, er hat durchge. Wow, krass. Sehr gut, er hat eine Kaserne durchbekommen. Das ist übel. Und hat sogar noch ein paar Panzerzerstörer übrig. Ja, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Für den hier drüben. Obwohl, Thunderbolts kommen schon. Sehr geil. Okay. Ja, nur noch Infanterie übrig, aber mit Blitz können die schon ordentlich durchrücken, denke ich mal. So, hier hinten sieht auch alles wieder gut aus. Neuer Stapel Infanterie kommt von Team Grün. Der Japaner snipet weiterhin alles weg, was er kann. Okay. Also eins. Ja, okay, die wollen jetzt die Kaserne wegmachen. Aber ob was bringt, ist die Frage, weil jetzt schon die nächste Kaserne nach dem Wald. Genau, und da wird er jetzt wahrscheinlich auch hingehen und die einnehmen. Nichtsdestotrotz, gute Idee. Kaserne mit Thunderbolts weggemacht. Okay, das waren bestimmt ein paar Schüsse. Ja, das ist jetzt mies, aus dem Wald rauszukommen. Alles klar, Kaserne gehört ihm. Und jetzt kann er Massenproduktion machen. Okay, Inge muss aufgeben, alles klar. Aber auch gut verteidigt, gut gespielt die ganze Zeit, auf jeden Fall klar. So, was passiert jetzt? Okay, er baut seine Admins hier hin, alles klar. Okay, er greift mit einem Luftabwehrpanzer. Ja, hätte sogar geklappt, wenn Fanatismus geblieben wäre. Gut. Die Reise geht weiter. Und schon baut der Ami auch ein paar Bunker hin, alles klar. Ah, Japaner geht mit zum Unterstützen. Der Deutsche hat jetzt auch ja, ein paar mehr Blitzbomber und nutzt die auch schon gegen leichte Einheiten, die sich anschleichen wollten. Sehr schön. Okay. Ja, das war jetzt fies. Der Japaner hat einiges der Luftflotte ausgeschaltet hier hinten. Okay, jetzt haben. Ach so. Gut, jetzt haben alle aufgegeben. Dann machen wir mal auf jeden Fall schneller. Ja, ich stehe zwei Super Pershings, die blockieren gerade ein Gebäude. Aber die haben halt gerade Gefahr, deswegen wird sie nicht so sehr interessieren wahrscheinlich. So, Pushkas wurden mitgenommen. Oh. Das waren mal fünf. Okay, sorry, da wurden auf jeden Fall ein paar weggeholt irgendwann im Laufe der Zeit. Wahrscheinlich mit Thunderbolts. Ja, der Mittenmann, der Banker hält die Mitte, auf jeden Fall. Mittlerweile haben wir hier jetzt SU-100, jawohl. Ah. Destroyer hatte kurzzeitig mal die Softquartier gehabt. Ui. Japaner hat Suisei, oder wie die heißen. Suisei, genau. Oh, schön gemacht. Hier hat eben der deutsche Grüne einige Gebäude weggebombt.
Ja, kommt ein bisschen Mörser. Ja gut, da muss man jetzt auf. Also der Rote ist ja ein einziger Mann, glaube ich, nur noch übrig. Ja, genau. Vitamin Cup. Okay, Respekt. Er hat keinen Bock aufzugeben. Er will noch ein bisschen weiterspielen. Warum nicht? Wenn man eh Zeit hat, passt das schon. So. Ja, hier sammeln sich einige. Suisei. Hier rückt ein kleiner Trupp nach vorne und hat sogar eine Kaserne bekommen, alles klar. Oder hat eine hingebaut, kann auch passiert sein. Ja. Jetzt gehen ein paar Super Pershings nach vorne. Hier gibt es auch schon Rennsahne im Spiel. Wow, ein vollgeladenes Flugfeld leer jetzt. Okay. So. Okay, mein Rechner leckt, das ist sehr interessant. Ja, ansonsten. Jagdbomber kommen rein. SU-100 rücken vor, Pushkas rücken nach. Zack. Okay, Destroyer schickt ein paar schwere Bomber mit, warum nicht? Jetzt sammelt sich die komplette Flugflotte hier, Luftflotte hier. Die Blitzbomber sind auch schon da. Ah, okay, die wollen hier was wegmachen. Haben sie auch geschafft. Ein paar Admins. So, ja, Infanterie steht hier rum einfach nur. Wir werden jetzt alles einnehmen, alles klar. Ja, okay, das ist aber logisch jetzt. Das sind nur noch ein Mann. Also gut, dass er überhaupt noch sich hier hinten gehalten hat oder so. Okay, übergenommen. Gebäude raus. Leichte Bomber kommen. Wunderbar. Ah, das Destroyer will den Truck so weit wie möglich nach vorne kriegen, eine Kaserne. Oh, was sehe ich denn da? Ah, okay. Vitamin Cup hatte, glaube ich, noch eins, zwei Infanteristen hier in Blackpool Bridge. Ja, und die hat er durchgeschlichen. Top, er hat sich was eingenommen. Süß. Das passt schon. Cool genervt. So, okay, jetzt kommt eine riesen Luftflotte rein. Shinden, Zeros, Suisei, Rensan, Blitzbomber. Okay. Okay, wunderbar. Er versucht weiter. Okay, alles klar. Der Destroyer ist gerade noch gemerkt. Und tut jetzt einiges an Infanterie produzieren, alles klar. Jetzt wird er wohl wahrscheinlich probieren, bald hier alles wieder einzunehmen. Hier hinten hat er auch einiges übernommen, glaube ich. Schön gemacht. Der Rote, meine ich. Ja. Bomber sammeln sich. Klar, Team Blau kann jetzt einfach Kamikaze machen. Das ist scheißegal. Wobei, eins muss ich sagen, die Punkte sind ziemlich knapp. Alles klar, die müssen doch ein bisschen aufpassen, obwohl es nur einer ist. So. Hier geht's weiter voran. Ach, da waren auch schon Wirbelwinde auf dem Feld. Aber ich glaube, jetzt ist die Power zu groß. Das war's dann gewesen. Blitzbomber kommen, von hier kommen, von links kommen die Russen auch noch. Jetzt kommen fette Rensans. Ja, okay, alles klar. Ja, gut. Ich finde auch schönes Teamplay. Im Prinzip von beiden Seiten. Weil halt auch die Roten haben sich mit Fliegern ein bisschen ausgeglichen und unterstützt und so weiter. Team Blau hat auch ziemlich cool gemacht, das Teamplay. Ja, ich hoffe, das Ding hat euch auch gefallen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.